Wer von euch kennt Lil Miquela? Lil Miquela ist eine Dame, die im Instagram einen recht bekannten Account hat und wir wollen uns heute Lil Miquela ein bisschen genauer anschauen. Mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, ich bin plastischer Chirurg aus Wien und wir schauen heute einen Avatar an. Lil Miquela ist eine Kunstfigur, die aus dem Studio oder aus dem Adobe Photoshop oder wie auch immer ihr das nennen möchtet, entstanden ist. Es ist eine Person, die nicht existiert und ich möchte mit euch mal ein paar Fotos von ihr anschauen und diese zusammen analysieren. Ich habe das erste Foto, das ich aufgemacht habe, war eines auf ihrem Instagram-Account, das mir sehr gut gefällt, weil es eigentlich relativ real ausschaut. Man sieht quasi, dass sich Lil Miquela in den Spiegel anschaut und wenn wir so ein bisschen herumswitchen drauf, wo sie überall ist, in irgendeinem Lager oder quasi jemand quasi vor ihr kniet, dann ist es so, dass auf den schnellen Blick die Dame ja eigentlich auch liebe Freundinnen hat und relativ real ausschaut. Aber machen wir doch mal Folgendes und schauen ihr Gesicht genauer an. Also diese Dame existiert nicht, sondern das ist ein Avatar, das ist eine Figur, die im Computer generiert wurde. Und was wurde hier gemacht? Es wurden Attribute von verschiedenen Rassen zusammengezogen. Und es ist ein Gesicht entstanden, das, wie wir gerade vorher besprochen haben, auch vielleicht das eine oder andere Makel hat, quasi diese Zahnlücke. Aber es ist etwas gemacht worden, was davor noch nie gemacht wurde. Es wurde der kaukasische Frauentyp, der asiatische Frauentyp, der Typ, quasi der afrikanische Typ, gemorpht und zusammengelegt und es wurden quasi alle idealen Attribute aller Rassen zusammengefügt in ein Avatarbild. Und deswegen erscheint die Lil Miquela etwas komisch, wenn man sie genau anschaut, hat sie doch eine relativ breite Nase, den typischen positiven Transversalwinkel an den Augen, hat so dunkle Haare, die einerseits ein bisschen asiatisch sind, aber hinten schon fast etwas Dreadlock-artig erscheinen, hat den typisch kaukasischen Lippen, aber relativ buschige Augenbrauen und plötzlich noch dazu Sommersprossen. Also ich weiß nicht, ob ich jemals einen Menschen gesehen habe, der nur annähernd irgendwie so ausschaut. Und der Grund dafür ist eben, dass wir alle Attribute der Rassen hier vereint haben. Es gibt einen Begriff in der Medizin, zu dem ich, glaube ich, auch mal ein Video machen möchte. Das nennt sich Visual Adaption. Das heißt, Bilder, die wir sehen, erzeugen quasi für uns eine neue Nulllinie. Bedeutet, wenn wir uns zum Beispiel Fotos von, oder wenn wir gerade in sozialen Medien Menschen folgen, die etwas vergrößerte Lippen zum Beispiel haben, dann ist es so, dass uns große Lippen beginnen zu gefallen. Gab es eine ganz tolle Studie zu dem Thema. Ich zeige euch zum Beispiel drei Arten von Lippen, groß, also klein, mittel und groß, und ihr sagt so, na, die große ist, passt man nicht, die mittlere vielleicht schon. Und dann bekommt ihr quasi eine Stunde lang Fotos vorgezeigt von Menschen, die sehr, sehr große Lippen haben. Dann wird eure Nulllinie in die Richtung gehen, dass die normale Lippe von vorher quasi viel zu klein ist, die mittlere noch ganz okay, aber die große eigentlich die ist, die euch gefällt. Und das nennt sich Visual Adaption. Und dieses Visual Adaption funktioniert so, umso mehr wir soziale Medien konsumieren, und umso mehr wir Lil Miquela folgen und sie eigentlich ganz süß und nett finden, desto mehr finden wir, dass man vielleicht, oder desto mehr gefällt uns dieser Look und desto mehr sind wir auch der Meinung, dass das normal ist und dass das quasi irgendwie der Durchschnitt ist. Und ich möchte eben in dem Fall auf diese Gefahr aufzeigen, dass Lil Miquela nicht die einzige ist, die im Internet herumkreucht und fleucht, die es gar nicht gibt. Dass das mittlerweile so wahnsinnig professionell gemacht ist, dass man es oft fast gar nicht erkennen kann und dass das Gefährliche bei ihr ist, dass eben eine Rassenvermischung stattgefunden hat, die nicht realistisch ist und die nicht erreichbar ist. Und das ist etwas, was uns vielleicht zum Nachdenken geben sollte. Und vor allem, wenn wir unsere Kinder anschauen und unseren Kindern quasi soziale Medien erklären, dass sie eben darauf aufmerksam machen, dass sehr vieles, was hier gezeigt ist, weit entfernt von real ist und in meinen Augen schon fast ein bisschen ungustiös ist, wenn ich beginne, Rassen zu vermischen und so vielleicht die Superrasse zu schaffen, die alle positiven Attribute hat. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Mein Kommentar habt ihr quasi gehört. Ich finde es bedenklich und nicht gut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und davon haltet. Heute mal ein bisschen ein anderes Video zu Lil Miquela. Ich hoffe, dass ihr dem Instagram-Kanal nicht folgt, denn wenn wir dem Kanal auch noch folgen, dann geben wir der ganzen Sache auch noch recht. In diesem Sinne, einen schönen Tag und bis bald. Ciao, baba.